Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop für den Dezember 2017 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Es stehen kosmische Großereignisse auf dem Programm und die meisten dieser Konstellationen stehen günstig zur Skorpionsonne. Wenn ihr in einer persönlichen Beratung erfahren wollt, wie ihr die Konstellationen optimal für euch nutzt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder direkt über meine Homepage unter www.antonialangsdorff.com. Beides steht unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal etwas ganz Besonderes zu gewinnen, nämlich eins meiner Sternzeichen-Kolliers. Ihr würdet dann natürlich das mit dem Skorpion gewinnen. Also macht mit und mehr dazu am Ende des Videos. Dieses Jahr habt ihr besonders viel Spaß daran, über Weihnachtsmärkte zu bummeln und Geschenke zu shoppen. Und gemeinsam mit Freundinnen macht das nochmal so viel Spaß. Eure Liebessterne versprechen viele kuschelige Momente und romantische Chancen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Ja, das Beste zuerst, die Konjunktion mit Jupiter für euch im ersten Haus. Der steht hier und diese Konstellation verleiht euch eine Superpower und Ausstrahlung. Oft ist der Skorpion ja misstrauisch, aber diesmal verhilft Jupiter euch dazu, ins Vertrauen zu kommen und an euch selbst zu glauben. Auch andere werden auf euch aufmerksam. Ihr seid beliebt, man sucht eure Nähe und euren Rat. Natürlich ist das auch super für die Liebe, weil ihr potenziellen Partnern positiv auffallt. Mit mehr Selbstbewusstsein flirtet es sich einfach besser. In euren festen Partnerschaften ist der Partner vielleicht jetzt angenehm überrascht, dass ihr großzügig und liebevoll auf ihn eingeht. Und diese Konjunktion wirkt diesen Monat besonders auf die Geburtstagskinder vom 3. bis 10. November. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, zum Beispiel über die mythologischen und psychologischen Hintergründe dieses Durchgangs von Saturn durch den Skorpion, dann schaut euch doch dazu bitte auch mein Special an. Es heißt, finde den verborgenen Schatz. Seit dem 9. November geht die wilde Göttin Lilith durch das Zeichen Steinbock und damit in einen günstigen Aspekt zur Skorpionsonne. Und das verstärkt eure magische Ausstrahlung und lässt euch besonders im Gespräch faszinierend wirken. Wenn ihr als Berater mit psychologischem Hintergrund tätig seid, wird euch das eine Menge neuer, interessanter Klientinnen bringen und nochmal eine neue Tiefe der Kommunikation. Dieser Aspekt wirkt im Dezember besonders auf die Geburtstagskinder vom 26. bis 30. Oktober. Und alles über diesen wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem Video-Special »Gehe deinen eigenen Weg«. Und dann haben wir noch mehr schöne Aspekte für euch. Wir haben noch das Trigon zu Neptun und der steht hier in den Fischen in einem superschönen Aspekt zur Skorpionsonne und in eurem fünften Sonnenhaus. Das fünfte Sonnenhaus steht für Lebensfreude und auch Sexualität. Und ich habe es schon oft gesagt, mit Neptun hier wäre das eine Möglichkeit, die Spiritualität, das wäre Neptun, und die Sexualität zusammenzubringen, also sich in Tantra zu üben. Wenn ihr euch dafür interessiert und ihr habt dafür noch ein paar Jahre Zeit, weil Neptun bleibt da noch eine Weile, dann könnt ihr euch dahingehend vielleicht fortbilden oder mal einen Kurs mitmachen. Und diesen schönen Aspekt, der übrigens auch das Künstlerische in euch hervorkitzelt, den empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 3. bis 5. November. Dann haben wir noch das Sextil zu Pluto, der steht im Steinbock, damit auch in einem harmonischen Aspekt zur Skorpionsonne, ist euer Herrscher, von daher ist das ein sehr guter Aspekt. Und der spricht davon, dass ihr sehr wichtige Leute kennenlernt, oft auch in eurer unmittelbaren Umgebung und dass ihr mit Leuten, die Einfluss haben, in Kontakt kommt und dadurch eben auch euren eigenen Einfluss verbessern könnt, dass ihr auch sehr überzeugend seid, ja, wenn ihr also euch darstellen wollt, wirkt ihr sehr überzeugend. Und das wird jetzt auch sehr wichtig werden, da steht ja auch die Lilith in dem Haus und da wird auch Saturn durchlaufen. Das werden jetzt Jahre in den nächsten Jahren, wo vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht schriftstellerisch tätig seid, es sich anbieten würde, dann mal das in Angriff zu nehmen, ein Buch zu schreiben. Komme ich gleich noch zu, wenn ich über Saturn rede. Jedenfalls diesen günstigen Aspekt zu Pluto empfangen im Dezember die Geburtstagskinder vom 9. bis 12. November.
Genau, und ab dem 20. Dezember ist es dann soweit, dann geht der Saturn in den Steinbock und damit auch in diesen förderlichen Sextilaspekt hier zur Skorpionsonne. Und das bedeutet, ihr werdet neue, seriöse Leute kennenlernen, mit denen ihr Interessen teilt und ernsthaft an einer Sache arbeitet. Auch in der Nachbarschaft könnt ihr euch Respekt verdienen, indem ihr für bestimmte Anliegen Verantwortung übernehmt. Saturn wird dann hier in euer drittes Sonnenhaus gehen und das kann eine wundervolle Phase sein, die Kunst der Manifestation mit Worten auszuüben. Alle Skorpione, die schon immer ein Buch schreiben wollten, sollten dieses Projekt jetzt in Angriff nehmen. Sie können in den nächsten 2,5 bis 3 Jahren etwas kreieren, was lange Bestand hat und viel Anerkennung findet. Den genauen Aspekt auf die Sonne haben im Dezember als erstes die Geburtstagskinder vom 23. bis 26. Oktober. Und alles über diesen super wichtigen Transit und wann Saturn durch welche Dekade läuft, erfahrt ihr in meinem neuen Video-Special Die Kunst zu manifestieren. Darin deute ich auch den Durchgang von Saturn durch alle Zeichen bzw. Häuser des Horoskops. Also unbedingt anschauen. Und damit kommen wir zu den aktuellen Konstellationen im Dezember. Jetzt steht die Sonne im Schützen in der zweiten Dekade. Die Venus ist gerade auch in den Schützen gegangen in die erste Dekade. Merkur steht auch im Schützen in der dritten Dekade. Und das alles bei euch im zweiten Sonnenhaus. Es macht euch bestimmt Spaß, jetzt schöne Geschenke zu kaufen und über die Weihnachtsmärkte zu bummeln. Es macht auch Spaß, mit guten Freunden gemeinsam zum Weihnachtsshopping loszuziehen. Allerdings wird der Merkur ab dem 3. Dezember dann rückläufig. Insofern müsst ihr dabei ein bisschen aufpassen, dass ihr keine überhöhten Preise zahlt oder langfristige wichtige Verträge abschließt. Aber für kleinere Schnäppchen stehen die Sterne super. Am besten, ihr nehmt euch zum Einkaufen nur Cash mit. Der Mars steht zu Beginn des Monats noch in der Waage in eurem 12. Sonnenhaus. Das kann heißen, dass noch vielleicht bis zum 9. Dezember ihr gelegentlich das Gefühl habt, schlapp zu sein oder dass euch die rechte Durchsetzungskraft fehlt. Das ist aber nicht so schlimm, denn Jupiter in eurem ersten Haus gleicht das wieder aus und vielleicht macht es euch ja auch ein bisschen sanftmütiger und das kann ja nicht schaden. Für euch steht die Liebeskonstellation von Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun einfach super günstig und genial. Das ist wunderbar, wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Dann solltet ihr euch trotz Weihnachtshektik Zeit für kuschelige Stunden zu zweit nehmen. Auch Soloskorpione genießen diesen Aspekt, entweder indem sie super kreativ sind oder ihre künstlerischen Talente ausleben oder indem sie die Chancen wahrnehmen, einen Weihnachtsflirt anzufangen. Deshalb ist auch der 1. Dezember gleich ein Top-Tag für euch, denn da aktiviert der Mond hier in eurem Partnerhaus die wunderbare Liebeskonstellation von Neptun und Jupiter. Viel Spaß damit! Sonntag, der 3. Dezember, das ist der 1. Advent, da ist dann Vollmond und gleichzeitig wird der Merkur rückläufig. In dieser Zeit haben wir starke Aspekte, die viel Romantik, aber auch Liebeswirren andeuten. Das betrifft euch aber eigentlich nur, wenn ihr selber die Venus im Schützen stehen habt. Abgesehen davon stehen nämlich die Aspekte eher günstig zur Skorpionsonne. Aber natürlich kann es euch auch passieren, dass ihr einen Partner habt oder jemanden trefft, bei dem diese Heimlichkeitskonstellation voll wirkt. Deswegen müsst ihr auch aufpassen, auf wen ihr euch einlasst. Das habe ich ja in der kosmischen Schwingung erläutert. Noch bis zum 12. Dezember werden die Planeten im Schützen nämlich einen problematischen Aspekt zu Neptun eingehen und das kann eben Heimlichkeiten anzeigen. Bei euch könnte es zum Beispiel eine Geldproblematik anzeigen. Vielleicht stellt sich heraus, dass jemand, den ihr mögt, gewaltige Geldprobleme hat. Und da solltet ihr dann vorsichtig sein. Also, bevor es gefährlich wird, wartet erstmal ab, denn zum Ende des Monats werdet ihr wieder klarer sehen. Und das gilt natürlich auch für Verträge und Vereinbarungen. Der Merkur ist vom 3. bis zum 23. Dezember rückläufig und das hier bei euch im Geldhaus. Deswegen müsst ihr bei Geldangelegenheiten lieber warten, auch bei wichtigen Vereinbarungen und Unterschriften, am besten bis nach Weihnachten. Am 9. Dezember geht dann der Mars in den Skorpion in euer erstes Haus und das verändert spürbar die Energie. Falls ihr schlapp wart, kehrt jetzt der Schwung zurück und ihr habt bis Weihnachten eine Phase, in der ihr eine Menge geschafft kriegt. Vielleicht könnt ihr auch lieben Menschen helfen, die nicht so viel Power haben wie ihr, denn bei euch stehen ja dann Mars und Jupiter mit ihren ganzen Kräften in eurem eigenen Zeichen. Die Konstellation kann euch auch ganz wuschig machen und eure Lust auf Sex und Liebe enorm steigern. Das ist prima, wenn ihr in einer Beziehung seid. Wenn ihr keinen Liebespartner habt, könnt ihr die Kräfte von Mars durch aktive Tätigkeiten oder Sport auch in gute Bahnen lenken.
Natürlich kann euch der Mars auch gereizt machen. Ihr könntet euch vielleicht schnell angegriffen fühlen und ihr könntet zur Eifersucht neigen. Nehmt euch vor, wenn ihr einen Verdacht habt, ganz genau hinzuschauen, damit ihr nicht jemanden zu Unrecht beschuldigt. Bis zum 26. Dezember spüren das besonders die Geborenen der ersten Dekade. Danach geht der Mars dann in die zweite Dekade. Der Neumond in den Tagen vom 17. und 18. Dezember bringt dann eine ganz tolle Phase für neue Pläne, Eingebungen zur Klärung eventueller Probleme und überhaupt ganz generell für einen Neuanfang. Er findet am 18. Dezember morgens um 7.30 Uhr statt und zwar in Konjunktion mit dem galaktischen Zentrum. Und das bedeutet, wenn wir uns darauf konzentrieren, haben wir Zugang zur kosmischen Weisheit. Ihr solltet die Neumondphase unbedingt für eine Meditation nutzen. Ihr könnt langfristige Zukunftspläne machen oder auch, falls es zu einem Liebesproblem gekommen sein sollte, zum Beispiel wegen Eifersucht, um Weisheit und Eingebung bitten, was jetzt zu tun ist. Dieser Neumond wird direkt gefolgt von dem Eintritt von Saturn ins Zeichen Steinbock am 20. Dezember und von der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wenn dann die Sonne halt auch ins Zeichen Steinbock geht. Diese drei Konstellationen verschmelzen sozusagen und das sind kosmische Hinweise darauf, dass dieser Übergang für viele Menschen und auch weltweit zu einem wichtigen Wendepunkt wird. Was der Saturn-Transit für euch bedeutet, habe ich ja anfangs schon erwähnt und ihr könnt euch dazu auch nochmal mein Video-Special anschauen, die Kunst zu manifestieren. Am 23. Dezember wird dann auch der Merkur wieder direktläufig und hilft euch dabei, klarer zu sehen. Die Weihnachtstage, also der 24. und der 25. Dezember, sind zwei Top-Tage für euch, denn da habt ihr fast alle Planeten in Harmonie zur Skorpionsonne stehen. Überlegt euch rechtzeitig, wie ihr Weihnachten gestalten wollt. Ihr könnt auf jeden Fall den spirituellen Gehalt des Weihnachtsfestes genießen. Der Mond steht ja hier in den Fischen und verstärkt die gute Wirkung von Neptun und das eben alles im guten Aspekt zur Skorpionsonne und die ganzen Planeten hier im Steinbock stehen eben auch in Harmonie zu euch. Ja, wir waren beim Weihnachtsfest. Es kann auch sein, dass ihr auf ein traditionelles Weihnachten gar keine Lust habt, sondern lieber eine romantische Reise zu zweit machen wollt oder an einem interessanten spirituellen Event teilnehmen wollt. Vielleicht stellt ihr auch selbst ein schönes Weihnachtsritual auf die Beine, denn Mars und Jupiter stehen ja in eurem Zeichen. Das ist gut, um die Initiative zu ergreifen. Am 25. Dezember tritt die Venus ein in den Steinbock, ist dann auch günstig für euch und sie verbindet sich dort mit Saturn, das alles harmonisch zur Skorpionsonne. Ihr könnt rund um die Feiertage nette Leute treffen und inspirierende Gespräche führen. Ab dem 26. Dezember versorgt dann der Mars die zweite Dekade des Skorpions mit Schwung und Kraft und der Lust, etwas zu unternehmen. Dann gibt es nochmal einen Top-Tag am 28. Das ist ein Tag voller Lust und Liebe für alle Skorpione, die jemanden zum Kuscheln haben. Wenn ihr alleinstehend seid, können euch diese Konstellationen inspirieren, etwas Schönes mit Freunden oder auch ganz für euch allein zu unternehmen, um euch mal so richtig zu verwöhnen. Silvester ist auch ein Top-Tag, vor allem wenn ihr in einer festen Partnerschaft seid. Dann solltet ihr unbedingt etwas Schönes mit eurem Schatz unternehmen und ihm zeigen, wie wichtig er für euch ist. Das waren eure Sterne im Dezember. Am 15. Dezember geht dann auch das Jahreshoroskop online. Wenn ihr euch eine persönliche Jahresvorschau 2018 bei mir gönnen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr euch bei mir meldet. Entweder auf meinem Kundentelefon oder direkt über meine Homepage. Die Infos dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Natürlich gibt es auch für euch wieder die Möglichkeit, mir in meiner Webinarreihe Antonias Sterne Fragen zu eurem Horoskop zu stellen. Der nächste Webinartermin ist am Freitag, den 15. Dezember um 17 Uhr und der erste Termin im neuen Jahr ist dann am Freitag, den 19. Januar, auch wieder um 17 Uhr. Anlässlich des Saturn-Transits durch den Steinbock möchte ich euch auch einen Online-Workshop anbieten mit dem Titel Saturn-Probleme heilen. Darin werde ich euch Tipps geben, wie ihr mit den Herausforderungen Saturns umgehen könnt und ihr könnt mir natürlich auch Fragen dazu stellen. Der Workshop findet statt am Freitag, den 12. Januar 2018 um 17 Uhr. Alle Videos zum Dezember und auch das Saturn-Special gibt es zum Nachhören auch als Podcast.
und zwar unter dem Titel Das große Liebeshoroskop von Antonia Langsdorff. Ihr findet den Podcast über die Podcast-Funktion eures Smartphones oder bei iTunes. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Bei meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen. Also natürlich das Sternzeichen, was zur Gewinnerin oder dem Gewinner passt. Und wie immer wünsche ich mir dafür von euch einen schönen, konstruktiven Kommentar mit Anregungen und Feedback. Ich finde, ihr macht das immer ganz toll und ich freue mich riesig zu lesen, wie es euch mit meinen Horoskopen so ergeht. Und der zweite Schritt ist dann, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert. Und dazu müsst ihr einfach hier in den Kreis klicken. Dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch bitte unbedingt mein neues Video-Special über Saturn im Steinbock an, die Kunst zu manifestieren. Und natürlich auch meine anderen Special-Videos, sofern ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.